Hallo, ich möchte euch zeigen, wie ihr eine Formel umstellt. Also, wir wollen jetzt zum Beispiel R wissen und haben V, also das Volumen. Und R ist die Hälfte von dem Durchmesser, also der Radius. Und da haben wir R enthalten. Also müssen wir bezwecken, dass R alleine steht. Also machen wir durch 4 Drittel durch Pi. So, jetzt haben wir 3 mal V durch 4 mal Pi gleich R hoch 3. So, jetzt können wir das schon umrechnen. 3 mal 4,188,79 durch 4 mal Pi gleich R Kubik. So, und jetzt machen wir die dritte Wurzel aus diesem. Und dann kommt raus 10. Also R ist gleich 10. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.